Die Portaltage haben wir jetzt hinter uns und hier kommt das Channeling für die nächste Woche. Es macht sich gerade im Feld der Loslasserin wieder so ein Stück weit die Verzweiflung breit. Versuch dich bitte nicht unterkriegen zu lassen. Wir sind in einem Aufstiegsprozess und du spürst die Energien, die nächste Woche etwas schwankend sein können. Es ist auch hier körperlich gesehen der Kieferbereich angezeigt, Nackenverspannungen angezeigt. Also versuch dir hier auch wieder was Gutes zu tun, dich zu bewegen, zu dehnen, vielleicht auch zu einer Massage zu gehen, um gar nicht erst in diese Verspannung zu kommen. Und dann schau dir bitte an, zu welchem Thema in deinem Leben bist du so verbissen, verkrampft, verspannt? Was siehst du hier noch zu eng? Wo bist du noch nicht in deiner Weiblichkeit? Also wo in deinem Leben hast du das Gefühl, dass es immer wieder zu Problemen kommt und du dadurch in einem Mangel bist? Das kann einmal finanziell sein, das kann beruflich sein, das kann partnerschaftlich sein. Wo gehst du zu verbissen an die Themen ran? Du darfst ja auch in der Woche wieder bewusst machen, es muss nicht alles geheilt werden. Du musst nichts herholen und ja, so graben, sondern nimm einfach das, was kommt. Wenn du ein Thema hast, dann wird es sowieso sichtbar. Und dann kannst du mit speziellen Techniken in deinen Heilungsprozess gehen. Aber du musst nicht auf die Suche gehen, denn Weiblichkeit bedeutet auch einfach fließen zu lassen und einfach mal nichts zu tun. Wenn du in der Woche mit diesen körperlichen Symptomen, ich sag mal, in Resonanz gehst, dann gibt es bei dir definitiv noch ein Thema, wo du hinschauen darfst. Und da geht es einfach um die Bewusstseinsarbeit. Das heißt, mach dir bewusst, welcher Lebensbereich das ist und schon kann sich es auch auflösen. Und wenn es doch ein tiefer sitzendes Thema ist, dann kann man immer noch mit speziellen Techniken daran gehen. Aber denk immer dran, wenn du glaubst, du musst das und das noch tun, dann musst du auch das und das noch tun. Und wenn du glaubst, ich bin jetzt in dem Moment schon gut so, wie ich bin, dann wird auch das genauso sein. Ja, und auf der Seite der Gefühlsklärer im Kollektiv für die nächste Woche geht es immer noch drunter und drüber. Also ich sehe auf seiner Seite ganz viel Verzweiflung, Sehnsucht. Es finden auch wieder viele Kontaktaufnahmen statt. Schreibt bitte mal in die Kommentare, ob ihr aktuell im Kontakt seid oder ob ihr eine Rückzugsphase habt. Es wird bei diesen Kontaktaufnahmen sehr viele Herzöffnungen geben. Das heißt, es wird hier über Gefühle gesprochen. Er wird sich immer mehr öffnen. Aber ich sehe bei einigen, dass die trotzdem im Außen noch nicht aufgeräumt haben. Und hier erfordert es natürlich wieder deine Grenze, zu sagen, okay, ich bin da, du darfst mit mir reden, ich bin bereit für dieses Gespräch, aber solange das und das und das nicht geklärt ist, stehe ich dir nicht als Partnerin zur Verfügung, beziehungsweise Partnerin in Anführungszeichen, weil er ist ja dann noch nicht bereit, wirklich eine Partnerschaft mit dir zu führen. Also schau dir auch nochmal deine Werte an, denn er wird auf dich zukommen. Und du musst stabil in deiner Mitte sein. Du musst stabil in deinen Werten sein. Du musst wissen, was du willst und was du nicht mehr willst. Und dann kann er sich daran orientieren. Und dann kann er das auch im Außen umsetzen. Aber wenn du nicht mal weißt, wo deine Grenzen sind, wo deine Werte liegen, dann hat er auch keinen Rahmen, worin er sich bewegen kann. Er ist ganz, ganz viel im Gefühl. Sein Herz schlägt, also es ist Herzrasen fühlbar gewesen. Er ist aufgeregt. Auch wenn er hier in die Kontaktaufnahme geht, wird er sehr unruhig sein. Du spürst vielleicht die Energie, vielleicht spürst du es auch schon ein, zwei Tage eher, dass er ja gern mit dir in Kontakt gehen möchte. Bitte nimm ihm das dann nicht ab. Es kann jetzt wirklich sein, dass es seine Energien sind, die so
sich so sehr damit beschäftigen, mit dir in Kontakt zu treten, dass du vielleicht das Gefühl hast, du solltest das tun. Aber wenn er den Schritt wagt und tut, dann steckt eine ganz andere Energie dahinter, als wenn du ihm das wieder abnimmst. Da ist in einer ganz sanften, weichen Energie und wird hier auch bereit sein, sich zu öffnen. Und du darfst das einfach annehmen, aber wirklich bitte, bitte, bitte bei dir bleiben und nicht wieder in diesen Kreislauf-Affären-Konstellationen rutschen. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Woche. Nehmt die Energien an, schaut euch an, wo ihr gerade steht, welcher Lebensbereich ist noch nicht aufgeräumt. Ich freue mich, wenn ihr ein Abo dalasst und wenn ihr beim nächsten Video wieder mit dabei seid. Bis dann!